Name ist Jörn Jakob Reisigl. Ich bin Geschäftsführer der Explorer Hotels. Wir sitzen hier im Explorer Hotel im Zillertal in Kaltenbach. Die Explorer Hotels sind Passivhaus-Hotels, die ersten ihrer Art in Europa. Wir setzen konsequent auf die Passivhaustechnik in unserem Hotelbau und bauen Hotels für sportorientierte Gäste, die in unseren Häusern die Alpen kennenlernen wollen. Passivhaus als Gebäude ist vermeintlich teuer. Wenn man es sehr, sehr genau runterbricht, kommt man auf Investitionsmehrkosten von ca. 5-7%. Das hängt ein bisschen vom Standort ab und auch von der technischen Lösungen, die man wählt. Diese 5-7% spielt man im Passivhaus spielend in den ersten 15 Jahren an Einsparungen im Energiekostenbereich raus. Also für mich ist das Investieren ins Passivhaus aus drei hervorstechenden Gründen ein Mehrwert. Der erste ist, dass wir dem Kunden eben einen ökologischen Urlaub anbieten. Wenn wir in das Thema ökologischen Fußabdruck einsteigen, dann sagt der Gast natürlich, ja, ich fühle mich da wohler. Der zweite ist, dass ich einen sehr viel günstigere Betriebskosten habe. Und der dritte ist einfach das, dass ich als Investor sage, ich habe ein Haus, das den Anforderungen von 2020 und nachher entspricht. Für die Gäste oder für die Besucher der Tage des Passivhauses, die sich noch unsicher sind, die können natürlich auch die Explorer Hotels nutzen, um ein Passivhaus live zu erleben.